Meine Lieben, heute begrüße ich euch mal zu später Stunde. Wir spielen jetzt gleich noch eine Runde zusammen mit der Familie. Richtig cool. Ich bin schon gespannt. Ihr werdet euch mit Sicherheit gleich total kaputt lachen, weil ich überhaupt gar keine Kondition habe. Nicht wundern, da liegt noch der H&M bzw. der Zara-Einkauf. Ich habe mir ein bisschen was gekauft, denn ja, ich habe eigentlich was für meinen Geburtstag gesucht. Morgen habe ich Geburtstag, wie es halt immer so ist. Ne? Dafür braucht man dann so eine Ausrede. Och ja, ich brauche was zum Anziehen, denn ja, naja, ihr kennt es bestimmt. Okay, also ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Wir haben es, ich glaube, kurz vor 9 abends und los geht's. Und dann fällt dir einfach irgendeinen aus. Am besten den Japsa. Okay. Also da ist jetzt die Erklärung. Okay. Also der Alessandro, der wärmt sich gerade auf. Das Spiel, das nennt sich hier Ring Fit Adventure. Und ich muss halt selbst erstmal durchblicken. Meine Männer haben mir da jetzt schon so einen Teil an meinem Bein gemacht. Und ich glaube, ja, ich habe, wie gesagt, nicht so viel Kondition. Es könnte eher peinlich werden. Na Max. Also für mich. Okay. Für die anderen und ich sind getroppt. Er rennt. Prima! Achso. Okay, das sieht ziemlich anstrengend aus, Leute. Hä? Ah! Lauf, Forrest, lauf! Was ist mit dir? Schlafkappe. Also Beine höher. Denn die möchte auch mitspielen. Also es ist richtig anstrengend. Ich habe definitiv die falsche Kleidung an. Ich muss mir ein T-Shirt anziehen. Das ist so heftig. Also man kann so... Ja, ich sehe es gerade. Also man kann total viel trainieren, verschiedene Muskeln. Das ist so genial. Squats macht er jetzt gerade, der Alessandro. Vielleicht könnt ihr es da erkennen. Könnt ihr Alessandro sehen? Da. Ja. Nein, ich muss abwehren, Liam. Abwehren, genau. Liam, warte. Muss abwehren. Go, 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 go. Wahnsinn. Zieh mir mal ein T-Shirt an. Meine Lieben, ich bin total außer Atem. Ich bin gerade die Treppe hochgerannt. Neuer Tag, neues Glück. Heute ist mein Geburtstag. Ich habe es total eilig und der Postbote klingelt hier in einer Tour. Ich habe schon ganz viele Pakete bekommen, worüber ich mich natürlich riesig gefreut habe. Ich zeige euch das am besten heute Abend. Ich muss nämlich jetzt los. Was wir so machen, seht ihr gleich. Wir haben gestern auch noch total viel gespielt, aber mein Akku war dann leer. Das ist wieder typisch, ne? Und ja, wie gesagt, ich fahre jetzt los. Hier mein Geburtstagsoutfit, gemütliche Schuhe, denn ich habe jetzt eine weite Fahrt vor mir. Und ja, ich wünsche euch weiterhin viel Spaß bei diesem Video und ich muss an meiner Kondition arbeiten. Okay, also los geht's. So, meine Lieben, andere Location. Ich bin jetzt angekommen und zwar hier bei meiner Freundin Kerstin. Kerstin hat heute auch Geburtstag. Sie wird ein Jahr älter als ich. Und es ist tatsächlich so, dass sie mich jedes Jahr fragt, ob wir nicht mal gemeinsam Geburtstag feiern können. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, denn ich möchte meinen Geburtstag natürlich auch mit meinen Jungs feiern. Ich habe jetzt 3 Männer dabei. Die anderen müssen arbeiten und mein Mann ja sowieso. Ich freue mich, dass es jetzt aber das allererste Mal geklappt hat. Die Kerstin kenne ich schon, oh Gott, lasst mich nicht lügen, 25 Jahre ungefähr. Und das ist total schön. Wir genießen jetzt die Zeit. Ich habe Kuchen mitgebracht. Meine beste Freundin, die ist auch hier mit dabei. Also es sind alle dabei. Und meine Mama hat schon mit mir geschimpft und hat gesagt, ja wie, du bist an deinem Geburtstag nicht zu Hause. Was ist denn, wenn jemand kommt? Ja gut, wer soll kommen? Mein Bruder muss arbeiten, meine anderen Freundinnen müssen auch arbeiten und meine Konjos, die wohnen ja 300 Kilometer entfernt, also die werden jetzt nicht einfach so vor der Tür stehen. Und deshalb freue ich mich jetzt, dass wir hier gemeinsam unsere Geburtstage feiern. Ja, und dazu nehme ich euch jetzt noch ein bisschen mit. Und da ist der Liam. Der ist total begeistert von der Lilly. Da ist die Lilly. Also viel Spaß weiterhin. Ist das deine? Schön.
haben jetzt lecker Kuchen gegessen, gehen hier noch eine Runde spazieren. Wir sind wieder bei den Kühen. Oh mein Gott, ich liebe es. Wir sind jetzt zum zweiten Mal da. Und der Liam, der freut sich ja immer so über Kühe. Richtig, richtig schön, total idyllisch. Das Wetter passt nicht so. Also normalerweise habe ich an meinem Geburtstag immer mega Sonnenschein. Aber es ist nicht schlimm. Also es ist ein bisschen frisch. Aber es gibt ja kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Alles gut, der Liam hat sein Jäckchen an und er freut sich jetzt, da kommt er schon, hat schon die Kühe entdeckt. Wir gehen jetzt hier noch ein bisschen spazieren, genießen noch die Natur und es ist ja ganz egal, welches Wetter heute ist. Hauptsache, man ist mit seinen Lieben zusammen. Hört ihr das? Die Moon, der Liam, Moo, richtig goldig. Ja, ich hole jetzt mal meinen kleinen Schatz und dann gehen wir dahinter zu den Kühen. Ich wollte euch mal das Kälbchen da zeigen, das chillt absolut sein Life, hat die Augen zu und genießt und isst. Und da kommt jetzt hier wieder der Vater vorbei. Ja, total goldig, richtig süß. Chillt halt echt voll sein Leben. Ich liebe das hier, das ist so schön. Ja, und der Liam hat seinen Spaß. Da ist der Liam, ne? Sind da die Kühe? Hm? Willst du die Kuh wieder füttern? Ja? Magst du die Kuh füttern quasi? Da ist Strom drauf. Hm? Oder die Samira füttert. Voll die Mega-Zunge. Guck nicht so den Liam an, den kann man nicht essen. Ja, der Liam für die Lilly. Richtig süß. Langsam. Oder die Lilly zieht den Liam. Kann natürlich auch sein. Langsam. Du hast einen Liam dran. So ist die Manne. Und schon wieder Location-Wechsel. Ich spreche ein bisschen leiser. Wir sind jetzt hier gerade in einem Restaurant. Und meine Männer sind um mich rum. Die Celine ist noch mit dabei. Und meine Freundin, der Max, hat mir was ganz Tolles geschenkt. Ein Riesenhumpen. Ich hoffe, dass ihr das lesen könnt. Richtig, richtig schön. Die Celine hat es eingepackt. Und unser Essen kommt jetzt. So, ich freue mich. Ich habe nämlich den Hunger des Grauens. Und wir sehen uns später. Ich zeige euch dann die restlichen Geschenke noch. Okay, wir starten durch. Ich habe heute besonders gut gekocht. Schweinelenden. Schnitzel. Weiß ich nicht, was das ist. Schweineländchen, Schnitzel und Käsespätzle. Und eine Spargelsuppe. Und Pommes. Und Salat. Großfamilie halt, ne? So, hast du Hunger? Einmal hinsetzen? Neben dem Max? Neben dem Max? Komm, setz dich hin. Meine Lieben, der Tag nach meinem Geburtstag. Ja, da bin ich wieder. Alles ist gut. Ich wollte mich nochmal bei euch melden. Mich hatten ganz, ganz viele gefragt, ob ich nicht mal meine Geschenke zeigen könnte. Auf Instagram hatten mich dazu viele gefragt. Das mache ich natürlich sehr gerne. Hier im Hintergrund seht ihr schon mal das erste Geschenk von meinem Ehemann. Ein wunderschöner Blumenstrauß, den ich jetzt meinem Papa gewidmet habe. Deshalb liegt hier auch das Bild. Ich habe das jetzt mal umgedreht, weil ich da natürlich nicht die Kamera draufhalten möchte. Aber dieser Blumenstrauß, der ist einfach wunderschön. Ich habe mich da natürlich riesig drüber gefreut. Und ansonsten sind die restlichen Geschenke jetzt hier vor mir. Da kommen wir gleich dazu, aber ich wollte euch noch ein paar Gedanken zu meinem Geburtstag sagen, beziehungsweise ja, das nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen. Und zwar habe ich mir ja zum einen ganz viele Gedanken gemacht und war mir wirklich unsicher, ob es richtig ist, den Geburtstag nicht zu Hause zu feiern. Letztendlich war es wirklich die beste Entscheidung, denn ich habe den Geburtstag zusammen mit meinen Liebsten verbracht und das ist das, was zählt. Also ich hatte leider mittags zwei Kinder nicht dabei. Der Moritz musste was für die Schule machen und der Max, der musste ja dann arbeiten. Für mich eben im Büro, aber abends waren wir dann alle zusammen essen. Zusammen mit meiner besten Freundin und die Celine, die war auch noch mit dabei und das war wirklich so, so schön. Also mein Mann, der konnte nicht dabei sein, das ist natürlich immer das Negative und das Unschöne, aber ich bin es eben so gewohnt. Seitdem wir zusammen sind, wenn mein Geburtstag nicht gerade an einem Sonntag ist, dann hat er eben keine Zeit, aber es ist in Ordnung, so wie es ist. Und ich habe lang überlegt, ob ich den Geburtstag bei meiner Freundin feiern soll, die ja auch Geburtstag hatte. Und es war so, so schön einfach. Es war so herzlich. Und ich werde es in Zukunft auch weiterhin jetzt so machen. Also ich habe da einiges draus gelernt, denn letztendlich
muss man das machen, was das Herz sagt und was das Gefühl sagt und nicht so, weil man es halt so macht, dass man am Geburtstag zu Hause ist, es könnte ja jemand vorbeikommen und nee. Mit denen ich jetzt den Geburtstag nicht feiern konnte, zum Beispiel mein Bruder oder andere Freundinnen und Freunde, die ich eben hier noch habe, das wird nachgeholt, denn letztendlich ist es total schwierig, wenn man unter der Woche Geburtstag hat. Die meisten müssen arbeiten und dann verlegt man es ja sowieso an, also ans Wochenende und feiert dann eben nochmal. Und zur Corona-Zeit kannst du eh keine Big Party schmeißen. Von daher hat es wirklich gepasst. Ich werde diesen Geburtstag in sehr, sehr positiver Erinnerung behalten, denn wie gesagt, ich habe ihn zusammen mit meinen Liebsten verbracht. Und das ist das, was zählt. Ja, und ansonsten zeige ich euch jetzt, wie gesagt, gleich meine Geschenke. Hier hinten der Strauß, den habe ich euch schon gezeigt. Der ist so, so schön. Und ich wollte euch noch sagen, dass ich tatsächlich genau vor einem Jahr jetzt in Italien war. Und das ist eine sehr, sehr schwere Zeit, die schlimmste Zeit meines Lebens gewesen ist. Und das wirklich unfassbar ist, dass die Zeit so schnell vergeht. Ich habe es jetzt gerade schon auf Insta gesagt. Das ist so, so traurig und deshalb habe ich mich jetzt eben vorhin noch dazu entschieden, das Bild von meinem Papa da an den Blumenstrauß zu stellen und ganz besonders nochmal an ihn zu denken, wobei ich jeden Tag an meinen Papa denke. Ich glaube, das ist auch logisch und ich sehr gerne jetzt eben wieder nach Italien fliegen würde, aber das alles total schwierig ist. Zum Todestag möchte ich definitiv dort sein, aber es scheint in weiter Ferne. Genau. Die Gedanken wollte ich aber mal ganz kurz mit euch teilen, aber jetzt wollen wir mal ganz kurz vom Negativen weg. Es reicht, wenn ich das in meinem Herzen und in meinem Kopf habe. Ich soll jetzt euch nicht bedrücken. Ich zeige euch jetzt die Geschenke und dann werden wir heute Abend wieder eine Runde Nintendo spielen. Das hat uns so, so viel Spaß gemacht. Ich darf tatsächlich auch ein Ring Fit Adventure, falls ich es richtig ausspreche, ich hoffe es, verlosen. Keine bezahlte Werbung, aber ich freue mich riesig, dass ich ein Paketchen an euch verlosen darf. Alle Infos dazu folgen noch auf Instagram. Und es war so, so lustig. Der Max, der hat tatsächlich mit meinem Neffen 4 Stunden gezockt oder gespielt oder da Sport gemacht, je nachdem. Und der Lissandro hat es jetzt auch für sich entdeckt. Richtig, richtig cool. Der Moritz hat auch schon eine Sporteinheit eingelegt. Ich bin da eher eine Niete. Aber das wissen wir ja, dass ich keine Kondition habe. Sollte ich wirklich mal dran arbeiten. Aber ja, genug gequatscht. Jetzt zeige ich euch die Geschenke und dann sehen wir uns im Wohnzimmer wieder. Ganz schön belagert mein Tisch. Also, wir starten am besten mal hier. Und zwar hatte ich das vor der Tür stehen. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Das ist richtig schön, das Gefühl, wenn man die Tür aufmacht und sich denkt, oh, da stehen Blumen. Von wem sind die denn? Und zwar sind die von meiner Freundin Anna gewesen mit einer richtig schönen Karte. Die kommen in den Garten. Hier dieser wunderschöne Blumenstrauß von meiner Freundin. Den habe ich gestern Abend nach dem Abendessen bekommen. Hier mit Eukalyptus, wunderschönen Rosen. Also ein ganz, ganz toller Blumenstrauß. Diese Rosen hier, die hat mir der Gianluca gekauft. Der ist extra los mit dem Mofa. Abends hat er mir dann erzählt, dass er einen Unfall hatte mit einem LKW. Es ist Gott sei Dank nichts weiter passiert. Der LKW, der ist zurückgefahren und hat den Gianluca nicht gesehen. Also total blöde Situation. Das ist echt der Wahnsinn, was da alles passieren kann. Dieser wunderschöne Blumenstrauß hier, der ist von meinen Conios angekommen mit der Post. Da habe ich mich natürlich auch wahnsinnig drüber gefreut. Meine Conios kennt ihr mit Sicherheit. Wir sind viele, viele Jahre schon befreundet. Wir gehen durch dick und dünn. Wir erzählen uns alles. Verschiedene Hochzeiten haben wir schon zusammen gefeiert. Verschiedene Geburten. Und es ist wirklich der Wahnsinn. Also ja, meine Conios liegen mir sehr am Herzen, nur leider wohnen sie eben sehr, 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 sehr weit von mir entfernt und ich habe mich sehr über diesen Blumenstrauß gefreut. Ansonsten habe ich noch ein extra Paket von der Steffi bekommen. Die Steffi ist ja auch in unserer Conio-Gruppe, kennt ihr ja alle mit Sicherheit hier. Leckere Süßigkeiten und diesen wunderschönen Kalender. Ich habe mir zum Teil die Sprüche schon durchgelesen, die sind richtig, richtig schön und da war tatsächlich noch ein Olivenbäumchen dabei. Und zwar steht er hier drüben und es war total witzig, weil als er angekommen ist, stand als Absender, also als ich die Karte aufgemacht habe, als Absender dein Goldhase dabei. Und ich dachte mir, hä?
Gut, es kann nur die Steffi sein und ich habe mich so über diesen Olivenbaum gefreut. Vor allen Dingen habe ich mich aber auch über die Karte gefreut, die wirklich auch sehr, sehr schön geschrieben ist und dass der Olivenbaum eben so schön wachsen soll wie unsere Freundschaft. Und ansonsten hatte ich euch ja diese Tasse ja gestern Abend schon gezeigt, die ist von Max. Ich weiß nicht, wie viel geht da rein, ein halber Liter oder was? Dann meine liebste Schokolade. Und ansonsten habe ich hier auch noch Kinder Bueno drinne. Dieses Windlicht habe ich von der Kerstin noch geschenkt bekommen, zusammen mit dieser schönen Kerze, die übrigens sehr, sehr gut duftet. Und einen Gutschein fürs Pfannkuchenhaus. Da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Da werden wir dann zusammen hingehen und eine schöne Zeit miteinander verbringen. Das hat mir die liebe Sophie vorbeigebracht. Da war ich leider nicht zu Hause. Da war ich ein bisschen traurig drüber, denn ich hätte sie gern umarmt. Die Sophie ist eine ganz, ganz liebe. Richtig, richtig schön. Mein Patenkind war auch da. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Und zwar hat sie mir diesen schönen Blumenstrauß hier vorbeigebracht, zusammen mit dieser ganz, ganz tollen Karte. Die hat so eine schöne Schrift, also ganz toll hat sie das gemacht, zusammen hier mit diesem Schutzengel. Und sie haben auch an den Liam gedacht, und zwar hat er eine Zahnbürste und einen Zahnputzbecher bekommen. Da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Zahnbürste ist schon im Bad. Und diese Schokolade war noch dabei und noch andere Schokolade, die ich aber schon gefuttert habe. Hier sind die schönen Karten. Da ist noch was Schönes angekommen und zwar von Mein Punkt. Ja, da bin ich mich auch sehr drüber gefreut. Ich habe das schon ganz, ganz oft gesehen und wusste immer nicht, ja, wie die das machen, wie die das verschicken. Da ist tatsächlich ein Kühlpad drinne, damit es alles auch heil ankommt. Und ich habe schon einiges davon genascht. Ich habe es jetzt extra nochmal aus dem Kühlschrank geholt, damit ich es euch zeigen kann. Oh mein Gott, wie schön sieht das bitte aus. Also falls ihr mal was richtig, richtig Schönes, Edles verschicken, verschenken möchtet, wie auch immer. Oh mein Gott, das schmeckt so, so gut. Der Max, der wartet schon, bis ich das jetzt hier abgefilmt habe, zusammen mit der Celine. Die wollen nämlich jetzt das Ganze auch probieren. Also wie gesagt, sehr, sehr lecker. Von der Firma Mein Punkt habe ich mich ganz, 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 ganz doll drüber gefreut. Da war auch echt eine schöne Karte dabei mit schönen Sätzen, worüber man sich natürlich auch sehr freut. Hier diesen Blumenstrauß, den habe ich euch ja jetzt halt schon gezeigt. Der stand da drüben auf dem Sideboard. Das ist echt der Wahnsinn, ne? Also wie schwer der vor allen Dingen ist. Ein Mods Oschi an Blumenstrauß. Richtig, richtig schön. Ich bin dann halt nur immer ultra traurig, weil die so schnell verblühen und so ultra teuer sind. Ja, das ist dann immer sehr, 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 sehr schade. Und ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass ich so viele Blumen bekomme. Ja, und ein weiteres Geschenk, das ich mir selbst geschenkt habe, das ist noch nicht da. Das kommt mit der Post. Das hat die Tara für mich besorgt. Da warte ich schon viele, viele Jahre drauf und habe auch sehr lange drauf gespart. Mal schauen, vielleicht kommt es ja noch im Laufe des Videos an. Dann würde ich es euch natürlich noch zeigen. Und das war's. Ach so, das will ja jetzt der Max haben. Der steht schon da und wartet. Hier, bitte sehr. Der Max. Spielt er jetzt Karten oder was? Ja. Hier. Jetzt hat's 50 Euro. Danke. Danke. Max konnte es nicht mehr aushalten, hat sich jetzt schon einige genommen. Und wisst ihr, was ich total schön finde? Dass diese Karte einfach mal handgeschrieben mit einem Füller hier ankommt. Ich finde das so persönlich richtig, richtig schön. Und die sind echt mega lecker. So, wir essen jetzt mal weiter. Ich habe noch eine wunderschöne Sonnenblume von meiner Freundin Claudia bekommen. Und der Postbote war auch da, und zwar schon vor ein paar Tagen. Hier ist mein Geburtstagsgeschenk, das ich mir selbst gekauft habe und mir selbst geschenkt habe sozusagen. Und ich habe es immer noch nicht geschafft, das Ganze zu öffnen. Ich möchte das in aller Ruhe machen. Ich selbst weiß ja, was drin ist. Und ja, mal schauen, wann dann der richtige Moment dafür ist. So, da ist es, das Spiel, das der Alessandro und der Max die ganze Zeit schon spielen, zusammen mit dem Gianluca und dem Moritz. Vielleicht als kleine Inspiration auch für euch, falls ihr Kinder habt. Das Ganze ist nämlich kostenlos. Also es gibt eine Demo-Version auf der Nintendo.de-Webseite. Da könnt ihr einfach mal vorbeischauen, könnt eben das Spiel gratis testen. Und es ist auch so, dass es einen Multiplayer-Modus gibt. Also das heißt, es können mehrere Leute gemeinsam spielen. Bis zu 8 Personen können eben online spielen, jetzt gerade zur heutigen Zeit, wo man sich ja dann doch nicht mehr so oft und so viel trifft. Mit so vielen Personen ist das wirklich eine ideale Möglichkeit, dass die Kinder eben dann gemeinsam spielen. Und meine Jungs haben wirklich sehr viel Spaß. Die ganze Zeit schon testen sie die ganzen Disziplinen durch. Und ja, wollte ich euch einfach mal als Tipp geben. Also das sind die ganzen Disziplinen, die es gibt. Und jetzt suchen wir uns was aus. Müssen wir mal gucken. Was magst du machen, Alessandro? Das? Okay. Okay, was soll ich machen? Ziehen. Oh mein Gott. Ne. Was ist denn da der Rekord?
Ich schaffe vielleicht 10. Nein. Ey, das ist so anstrengend. Nee, das ist nicht. Also, Brust extrem. Okay. Spielen. Das ist so anstrengend. Aber ich schaffe es. Das letzte Mal hatte ich wie viel? 73. In der Woche 70. Ja, das ist so anstrengend. Achso, man muss sich so hinstellen, glaube ich. Nee, das sieht blöd aus.